Hallo liebe Community, Gemeinde da draußen. Wisst ihr, dass es sehr viele UFO-Sichtungen gibt, die man nicht erklären kann? Und es gibt auch einige ältere Beiträge, die sehr interessant sein können. Was erleben diese Menschen da draußen? Nicht nur Piloten, sondern auch ganz einfache Personen erleben immer wieder seltsame, merkwürdige Lichterscheinungen bis hin zu Objekten. Was wir natürlich öfter schon einmal bemerkt haben, sind UFO-Sichtungen, die sich hauptsächlich an Kernanlagen abspielen. Hierzu gibt es zum Beispiel auch einen Bericht aus dem Jahre 1977, den Staffsergeant Mario Woods zu Protokoll brachte. Denn Staffsergeant Mario Woods hatte eine enge Begegnung mit etwas, das er 1977 nicht erklären konnte. Zu dieser Zeit bewachte er das Raketensilo auf der Ellsworth Air Force Base in South Dakota. Und als er sich außerhalb des Kontrollzentrums der Basis befand, sah er plötzlich ein riesiges, leuchtendes Objekt am Himmel. Das Objekt war verwirrend groß und schien keinem bekannten Flugzeug zu ähneln. Kurze Zeit später wurde er und sein Team auf einen Alarm aufmerksam gemacht, der signalisierte, dass etwas in den Umfang der Basis eingedrungen war. Also sprangen er und sein Kollege Michael Johnson in ihr Fahrzeug und machten sich auf den Weg, um Nachforschungen anzustellen. Sie konnten diese Pulsation sehen. Diese orangefarbenen, roten und weißen Farben, erinnert sich Woods. Als sie näher kamen, konnten sie sehen, dass das Objekt absolut gigantisch war, wie die Größe eines dreistöckigen Hauses und so lang wie ein Flugzeugträger. Als sie darauf starrten, entzündete plötzlich ein helles Licht den gesamten Bereich und die beiden Männer fühlten sich, als würden sie von einer seltsamen Kraft von ihren Sitzen gehoben. Als ob dies nicht genug wäre, erschien dann ein seltsames, drohnenähnliches Objekt in der Nähe. Es war ein Ball, ungefähr 4 bis 5 Mal so groß wie ein Strandball. Er schien nur wenige Zentimeter über der Motorhaube, erinnert sich Woods. Dieses Ding schoss 3 oder 4 Sekunden lang wie ein Tischtennisball herum, so groß es auch war, und plötzlich flog es davon und es war weg. Dann passierte etwas noch Fremderes. »Ich habe diese 4 Wesen gesehen, 3 kleine und ein großes«, sagte er. »Sie gingen nicht, aber es sah aus, als würden sie schweben, und sie kamen alle gleichzeitig auf mich zu. Als nächstes waren die Entitäten und das UFO verschwunden, und Woods stellte fest, dass er und sein Kollege jetzt etwa 16 Kilometer von ihrem Standort entfernt waren. Das Seltsamste daran ist, dass das Auto so geparkt war, dass man hätte Reifenspuren sehen sollen, aber diese waren nicht vorhanden, erinnerte sich Woods. Bis heute ist es ein Rätsel, was genau mit den beiden Männern in dieser folgenden Nacht passiert ist. Eine unglaubliche Story, findet ihr nicht auch? Manchmal passieren solche merkwürdige Dinge und man kann sich es nicht erklären. Was haben die beiden damals wirklich gesehen? Waren sie Opfer einer außerirdischen Entführung? Ja, die ganze Geschichte ist schon etwas strange, findet ihr nicht auch? Aber ihr könnt gerne eure Meinungen in die Kommentarfunktion erwähnen, was ihr darüber denkt. Das Ganze hat sich 1977 angeblich so abgespielt. Und wenn man so eine Begegnung hat, ich denke mal, das kann man sein Leben lang nicht vergessen. War es vielleicht ein Experiment einer Regierung? Oder haben diese beiden Personen wirklich eine Begegnung mit außerirdischen Besuchern gehabt? Ihr könnt, wie gesagt, eure Meinung gerne in der Kommentarfunktion erwähnen. Wir bleiben bei den außerirdischen Besuchern, aber jetzt wird es absolut verrückt. Alter, was ist denn das jetzt für eine beschissene Scheiße, hey? Zeigen die da einfach Werbung mittendrin, wo ich gerade etwas am Erzählen bin? Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wirklich. Also zumindest wurde die Werbung gerade bei mir so angezeigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Okay, weiter geht's. Denn angeblich wollen nun Wissenschaftler einen atomgetriebenen UFO-Detektor bauen. Aber das funktioniert nur, wenn man die Außerirdischen
auf irgendeine Weise anlocken kann, um an ihre Technologie zu gelangen. Denn was wäre, wenn es möglich wäre, potenzielle jenseitige Besucher zu untersuchen, indem man sie absichtlich an ihren Standort lockt, anstatt sich auf zufällige Begegnungen mit UFOs zu verlassen? Man könnte sagen, das ist absolut strange, für die sich laut Nachrichtenagenturen kürzlich Kevin Knut, Professor für Physik an der Universität in Albany, eingesetzt hat. Knut beschreibt Folgendes: Angesichts der Tatsache, dass im Laufe der Jahre in und um kerntechnischen Anlagen viele UFO-Sichtungen durchgeführt wurden, ist der Schluss zu ziehen, dass diese Objekte besonders von nuklearen Strahlungen angezogen werden. Knut will dies nutzen und behauptete, dass derzeit Anstrengungen unternommen werden, um Miniaturkernreaktoren im Weltraum zu nutzen, um vorbeifliegende Außerirdische anzulocken. Als ein diverser Lockvogel für Mini-Reaktoren im Weltraum. Das ist nicht absolut verrückt, oder? Ich weiß es nicht. Es geht auch noch weiter. Wir haben versucht herauszufinden, wie wir UFOs anlocken und herausfinden können, wie wir Kontakt aufnehmen können, sagt er. Wir haben uns damit abgefunden, dass UFOs ein Interesse haben und die Fähigkeit haben, Atomwaffen zu erkennen. Einige davon im Untergrund, einige davon in Bunkern oder in Lagerdepots. So stellt der Reporter eine gewisse Frage. Wie machen Sie das? Verwenden Sie Neutrinos, die wirklich schwer zu erkennen sind, oder Gammastrahlen? Wir wissen es nicht, aber mein Kollege hat eine neue Technologie entwickelt, bei der es sich im Grunde genommen um einen lithiumbetriebenen Kernspaltreaktor handelt, den er jetzt patentiert hat. Damit erhoffen Sie sich, dass Sie die Außerirdischen auf eine gewisse Weise anlocken können, um vielleicht ihr Interesse zu erwecken. Es ist ein absoluter verrückter Plan, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ich denke nicht, dass sie auf eine solche Idee hereinfallen werden. Denn sie sind ja fortgeschrittlich weiterentwickelt als wir. Und ich denke mal, dass sie ziemlich vernünftiger sind als wir Menschen. Die Menschheit wird immer verrückter und da kann man einfach nur mehr den Kopf schütteln. So, ich habe noch einen weiteren Beitrag für euch, aber den habe ich in meinem Rucksack verstaut. Dann werde ich jetzt erstmal nachschauen. So, habe ich jede Menge Zeug da drin. So, ein Staubsauger. Ja, den sollte jeder bei sich haben, denn man weiß ja nie, für was man den verwenden muss. Also ist eigentlich Pflicht. Dann, mein Kuscheltier Bigfoot. Ja, den nutze ich eigentlich immer zum Einschlafen. Oh, eine Voodoo-Puppe. Ja, diese Voodoo-Puppe nutze ich als Waffe. Man weiß ja nie, ne? Und, da ist der Artikel. Okay, gefunden. Genau, es geht um ein altes Wrackteil der San Jones, die vor 300 Jahren gesunken ist. Und in diesem folgenden Artikel wird Folgendes beschrieben. Die 62. Kanonengalione San Jose wurde 2015 vor der Küste Kolumbiens entdeckt und sank am 8. Juni 1708 zusammen mit 600 Besatzungsmitgliedern während eines Kampfes mit den Briten während des Spanischen Erbfolgekrieges. Das Wrack der San Jose war ein besonders bedeutender Fund, da angenommen wurde, dass es eine Schatzkammer aus Gold und Juwelen im Wert von rund 20 Milliarden Dollar im heutigen Geld enthält. Und es überrascht nicht, dass dies zu heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen der kolumbianischen Regierung, der spanischen Regierung und verschiedenen anderen Dritten darüber geführt hat, wem das Gold tatsächlich gehört. Trotz den vielen Streitigkeiten hat Kolumbien seitdem Anstrengungen unternommen, um das Wrack zu erkunden und eine detaillierte Karte sowohl des Meeresbodens um es herum als auch das darin enthaltene Schatzes zu erstellen. Nach Angaben des kolumbianischen Instituts für Anthropologie und Geschichte werden hier Fernsensoren sowie ferngesteuerte Unterwasserdrohnen eingesetzt. Um die Bemühungen zu unterstützen, wurde die gesamte Stätte auch zum geschützten archäologischen Gebiet erklärt. Während das Schiff sicherlich für Historiker von Interesse ist,
bestehe kaum ein Zweifel daran, dass der Schatz im Wert von 20 Milliarden Dollar jeden ermutigt, den Schatz zu finden und zu bergen. Frühere Berichte deuten darauf hin, dass die kolumbianische Regierung das Schiff vom Meeresboden haben will, bevor Präsident Gustavo Petro sein derzeitiges Amtszeit im Jahre 2026 beenden wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Land in der Lage sein wird, alle Reichtümer im Inneren zu halten. Denn jeder möchte diesen Schatz bergen und jeder möchte einen Anspruch auf diesen wertvollen Schatz haben. Da können wir gespannt sein, ob sie irgendwie die Möglichkeit haben, diesen Schatz zu bergen. Und für alle Hoppe-Taucher da draußen, ihr habt nun die Gelegenheit, diesen 20 Milliarden Dollar schweren Schatz zu bergen und ihnen vor der Nase wegzuschnappen. Bei Ausgrabungen in Mexiko wurde eine mysteriöse Statue gefunden. Es scheint sich um eine außerirdische Figur zu handeln. Dem Berichte zufolge hatten Arbeiter die seltsame Figur entdeckt, von der angenommen wurde, dass sie von archäologischer Bedeutung sein könnte. Denn bei Ausgrabungen an dem Ort Acapulco Guerra wurde sie am 16. Mai entdeckt. Es dauerte nicht lange, bis man einige archäologische Forscher zur Baustelle rief, um sich die Statue genauer anzusehen. Und es dauerte nicht lange, bis die Medien diesen mysteriösen Fund in die lokalen Nachrichten zeigten. Dies führte natürlich zu zahlreichen Spekulationen darüber, was die mysteriöse Statue sein könnte. Ich werde euch einmal hier den mysteriösen Fund einmal zeigen. In dem Artikel heißt es weiter: Es war sicherlich ein ungewöhnliches Stück mit einem länglichen Gesicht, was man gut erkennen kann, diagonal ausgerichtet, Augen und einer seltsamen Maske sowie einer Darstellung einer gefiederten Schlange und eines Schädels. Die Statue präsentiert vielleicht eine alte Hochkultur. Hier haben sie wirklich was entdeckt, was vielleicht darauf hinweisen könnte. Es wird nämlich spekuliert, dass man diese Statue damals erbaut hat, um außerirdische Besucher zu ehren. Aber es könnte auch sein, dass diese fremden Besucher selbst diese Statue erbaut haben oder vielleicht diese Hochkultur, die einst hier gelebt hat. Diese könnten auch diese Statue selbst erbaut haben. Man hat natürlich auch dann diverse Untersuchungen durchgeführt. Und wie sich herausstellte, war dies definitiv nicht der Fall. Denn nach der Analyse des Fundes sind Experten des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die Statue weder außerirdisch noch so alt ist, wie man annahm. Denn nach der Analyse des Fundes sind Experten des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die Statue weder außerirdisch noch so alt ist, wie man annahm. Das Gesicht der Hauptfigur und die Form des Schädels, die er mit der linken Hand hält, sowie die Gliedmaßen mit drei Fingern hängen mit aktuellen außerirdischen Darstellungen zusammen. Das liegt außerhalb des vorspanischen Kontexts. Gründe, warum die Skulptur weder vorspanischen Ursprungs ist, noch als archäologisches, kulturelles Erbe angesehen werden kann, schrieben sie in diesem Bericht. Na gut, es stellt sich nun die Frage, was soll diese Statue darstellen und woher kam sie dann? Die wahrscheinlichste Erklärung ist laut Diem, dass es sich um eine Art moderne Skulptur handelte, die jemanden gehörte, dessen Haus in der Gegend kürzlich während des Hurricanes Otis zusammengebrochen ist. Ein zweiter ähnliches Stück wurde Berichte zufolge ebenfalls gefunden, ist aber seitdem verschwunden. Ja, es sind zwar nur Behauptungen des Teams, aber es beweist noch lange nicht, dass diese Statue älter sein könnte, als man annimmt. Und es dauert dann auch meistens nicht lange, dass diese gefundenen seltsamen Merkwürdigkeiten einfach verschwinden. Also muss da doch definitiv doch etwas dran sein. Und wenn wir uns das Bild einmal genau ansehen, dann sind da schon einige Merkwürdigkeiten festzustellen. Und unsere Erinnerungen kommen da schon hervor, dass es sich hier möglicherweise um eine sehr, sehr alte Hochkultur gehandelt haben könnte.
Jo, wie auch immer, es sieht schon sehr mysteriös aus. Also es hat schon etwas, ja, Unheimliches an sich. Ja, und ich würde sagen, meine lieben Freunde da draußen, meine liebe Community-Gemeinde, somit sind wir wieder am Schluss angekommen. Und ich sage wieder auf meinem Dialekt her, Pfiat enk, bis zum nächsten Mal, euer Rilmistri Tom. Pfiat enk.